Hurra, hurra, der Firni ist da und er hat unheimlich schlechte Laune. Grund ist, ich habe ein Video von Thomas gesehen, zu dem ich weiter vorhergreifen muss. Thomas hat ein Video hochgeladen mit E-Mails, die ich mit einem anderen Christen geschrieben habe. Genauer gesagt, eine E-Mail aus einer ganzen Reihe und das ohne Kontext. Die Backstory. Ich habe über Dritte am Rande mitbekommen, dass Jon146 mit Thomas zusammen einen Livestream hatte und hat mir gedacht, hey, sagst du ihm lieber mal, dass Thomas irgendwie komisch ist, bevor die sich in eine moderate christliche Gemeinde in die Haare kriegen, weil Thomas total bekloppt ist. Wie sich rausstellt, bestand dazu absolut keine Not, weil die Thomas erstens schon rausgekickt hatten, weil Thomas ein Verschwörungstheoretiker-Psychotyp ist. Und zum anderen war der Jon1973-Batman-Symbol genauso bescheuert wie Thomas. Was damit geendet ist, dass er mir gesagt hat, Homosexualität ist eine Strafe Gottes und ich bin ein Lügner und weiß nichts von der Bibel, weil ich kein Christ bin. Ja. Jedenfalls kommen wir hier zum Titel Christliche Ehrlichkeit, weil Thomas hat in seinem Video eine dieser E-Mails einfach schon mal rausplakatiert. Das Problem dabei ist, dass nirgendwo der Kontext zu sehen ist. Das heißt, es ist nicht zu ersehen, welche E-Mail aus welcher Kette ist das, in welchem Zusammenhang steht die mit anderen Botschaften, bla blub. Was hat er geantwortet, was hat er davor geschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, entweder hat sich Jon gedacht, irgendjemand schreibt mir was über Thomas und ich mag den Typen nicht, weil ein dreckiger Sünder ist, die dumme Schwuchtel. Also schmerze ich ihn bei Thomas ein, mit dem ich angeblich nichts mehr zu tun habe. Und ich schicke nur eine von den E-Mails, um ihn scheiße aussehen zu lassen, was Thomas sowieso denken wird, weil Thomas Thomas ist. Oder Thomas hat den ganzen dicken Batzen Mails bekommen und sich gedacht, ich lade davon nur eine hoch, weil ich ein sneaky, sneaky Trickster bin und Firni so noch scheißere aussehen lassen kann als sowieso schon. Und ich möchte mich hier in aller Form dafür entschuldigen, dass ich versucht habe, Leute vor Thomas zu warnen, die es nicht verdienen. Mein Ziel war es nur, dass moderate christliche Gemeinden im Internet nicht viel mit Thomas zu tun haben, weil ich ziemlich sicher bin, dass sie Thomas irgendwie nach ein paar Tagen rauswerfen werden oder dass Thomas denen die Bude zerschießt. Und ich mag das Christentum für einigermaßen albern halten, aber es ist deren Sache zu glauben, was sie glauben möchten. Ich rede denen da nicht rein. Ich mache mich nur über Argumente lustig, wenn die versuchen, das Ganze objektiv zu belegen. Und da es scheinbar kein Postgeheimnis mehr gibt, habe ich alle E-Mails einmal hier laufen. Lest sie euch durch, wenn ihr wollt, oder auch nicht, es ist mir scheißegal. Schönen Tag noch.